Hallo, mein Name ist Julia Kläuber. Ich arbeite seit über 10 Jahren an der berühmt-berüchtigten Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft. Ich habe in dem Bereich einige Projekte und Programme gestartet, unter anderem die Civic Tech Community Code for Germany oder das Förderprogramm Prototype Fund, bei dem Open-Source-Entwicklungen gefördert werden. Vor 2 Jahren habe ich gemeinsam mit Elisa Lindinger eine Organisation namens Super Lab gegründet. Das ist eine gemeinnützige, feministische Organisation, die sich sehr stark damit beschäftigt, wie denn inklusive, gerechte digitale Zukünfte aussehen könnten, was man braucht, um sie zu gestalten, welche Akteure, Akteurinnen man zusammenbringen muss und so weiter. Wir forschen auch, das heißt, wir verfassen Studien, Expertisen und eine dieser Expertisen, die wir im letzten Jahr in 2020 verfasst haben, hat mich heute auch zur These angeregt. Und zwar war das eine Expertise für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und in der Expertise ging es um künstliche Intelligenz, also den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Personalrecruiting. Meine These für heute lautet: Recruiting-Software schadet mehr, als sie nützt. Das mag erstmal exotisch klingen, Personalrecruiting sehr spezifisch. Wenn man aber länger drüber nachdenkt, merkt man schnell, jede hat sich schon mal irgendwo beworben. Also es geht durch sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Immer mehr Unternehmen setzen algorithmische Assistenzsysteme in dem Bereich ein und es lassen sich viele Parallelen nochmal zu anderen Bereichen ziehen. Es wird in dem Bereich viel experimentiert, auch mit neuer Software, mit neuen Tools. Deswegen dachte ich mir, ich schaue mir heute dieses Thema genauer an und ja, darauf basiert auch diese These. Ich möchte direkt mit einem Beispiel einsteigen. Und zwar kommt das Beispiel nicht aus den USA. Häufig kommen Beispiele in dem Bereich aus den USA. Aber mein Beispiel für den Anfang, das ein sehr grenzwertiges Beispiel ist, wie wir gleich sehen werden, kommt aus München von einem Startup namens Retorio. Und zwar setzt Retorio KI-basierte Software ein, hat Software entwickelt, die anhand von kurzen Video-Interviews, also Vorstellungsgespräche, die über Video geführt werden, ein Persönlichkeitsprofil der Bewerber erstellt. Und Unternehmen können dann daraus ablesen, wie gut, ob eine Person auf die ausgeschriebene Stelle passt oder eben nicht. Wie funktioniert das? Potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Bewerber, Bewerberinnen erhalten nach dem sogenannten Big Five Persönlichkeitsmodell Bewertungen. Und zwar wird die Gestik, die Mimik und die Sprache analysiert. Und daraus leitet sich ein Persönlichkeitsprofil ab. Und es setzt sich aus unterschiedlichen Dimensionen zusammen, zum Beispiel der Gewissenhaftigkeit oder der Offenheit einer Person oder dem Neurozentrismus. Unterschiedliche Aspekte fließen damit ein. Was ist das Versprechen des Unternehmens? Das Versprechen ist weniger Vorurteile, mehr Objektivität, effizientere, schnellere Prozesse, ein Bewerbungsprozess, der nicht vom persönlichen Geschmack des Personalers abhängt. Die Methode, die KI trainiert Retorio mit Videos, und zwar haben die 12.000 Videos aufgezeichnet von unterschiedlichen Personen, Personen von unterschiedlichem Alter, mit unterschiedlichem Geschlecht, unterschiedlicher Herkunft. Damit trainieren sie das System und weitere ca. 2.500 Personen haben bewertet, wie diese Personen auf sie wirken. Und zwar im Hinblick eben auf diese Persönlichkeitsmerkmale des Big Five-Tests. Ein Team des Bayerischen Rundfunks, so bin ich nämlich auf das Startup aufmerksam geworden, hat sich das Tool genauer angesehen und analysiert, wie es funktioniert, weil man auf den Code selbst sehr schwer zugreifen kann, haben die eine ganz spannende Analyse gestartet. Und zwar haben sie mit Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet und mit denen Videos aufgezeichnet, wo sie immer denselben Text sagen, immer dieselbe Mimik und Gestik beibehalten, sich aber währenddessen beziehungsweise zwischen den unterschiedlichen Takes in ihrem Aussehen verändern. Das heißt, einmal setzen sie eine Brille auf, dann knoten sie sich die Haare zusammen, sie ändern die Hintergründe bei den
Videos. Und was ganz interessant ist, was herauskam bei dieser Analyse, dass zum Beispiel eine Testbewerberin plötzlich weniger gewissenhaft wirkt, wenn sie eine Brille aufhat als ohne Brille, oder ein Bücherregal im Hintergrund führt dazu, dass der Bewerber verträglicher erscheint, als wenn er vor einer weißen Wand sitzt. Und selbst die Videoqualität hat Einfluss auf das Ergebnis der Persönlichkeitsanalyse. Das heißt, dieses System lässt sich von Äußerlichkeiten beeinflussen und reagiert auf unterschiedliche Outfits. Und diese unterschiedlichen Outfits verzerren eben oder beeinflussen dieses Ergebnis sehr stark. Da fragt man sich dann, genau, was ist noch der Unterschied, also zwischen dem Personaler, der auch eben diese Biases und Tendenzen mitbringt, und dem System, das ja eigentlich objektiver beurteilen soll. Also man kann zu Recht fragen, dass wenn die Wahl der Kleidung oder einer Brille die Persönlichkeitsbewertung der KI beeinflusst, inwiefern sind diese Bewertungen dann noch objektiv und inwiefern unterscheiden sich die eben von dieser Person, die eigentlich normalerweise vor einem sitzt und einen beurteilt. Was ein grundsätzliches Problem mit Facial Recognition ist, das sehen wir auch in anderen Bereichen, ist, dass man nie genau weiß, auf welche Muster diese Systeme im Bild reagieren. Und das hat dieses Datenjournalismus-Team eben ganz gut herausgearbeitet. Es gab auch ein US-amerikanisches Unternehmen namens HireVue. Die hatten auch diese Videoanalyse mit Hilfe von oder dem Persönlichkeitstest zugrunde. Die hatten das eingesetzt, haben das aber mittlerweile aus dem Programm genommen, weil es eben so wenig aussagekräftig ist und im schlimmsten Fall diskriminiert oder einfach Ergebnisse verzerrt und einfach sehr beliebig macht. Die Videoanalyse-Tools und besonders mit dieser Persönlichkeitsanalyse sind nur ein Teil der Tools, der Software, die im Recruiting-Bereich eingesetzt werden. Ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen und davor vielleicht noch ganz kurz, wenn man sich so einen Bewerbungsprozess anguckt, dann gibt es da immer unterschiedliche Stadien, den sogenannten Recruiting Funnel oder Hiring Funnel. Am Anfang hat man das Sourcing, also man schickt eine Bewerbung raus, dann hat man das Sichten und Prüfen von Unterlagen, da gibt es auch Software, die einem dabei hilft. Dann hat man eben diese Auswahlverfahren mit Interviews, mit Assessment Tests. Das Auswahlverfahren war das, über das wir gerade gesprochen haben. Und danach gibt es natürlich noch so diese finale Entscheidung, die getroffen werden muss. Ich möchte noch ein Beispiel im Sourcing-Bereich anschauen, also in dem Bereich, wo ein Unternehmen eine Stellenausschreibung formuliert und sie dann auf unterschiedlichen Plattformen postet. Früher nannte man das immer Post and Pray. Also man hat diese Ausschreibung rausgeschickt und dann gehofft, dass sich die richtigen Leute schon bewerben werden. Heutzutage kann man da viel gezielter vorgehen, denn die Plattformen, auf denen diese Ausschreibungen gepostet werden, LinkedIn, Facebook und so weiter, von denen weiß man ja, dass deren primäres Geschäftsmodell auf Werbung basiert, auf Targeted Ads, auf getargeteter Werbung, und dass die sehr gut sind, wenn es darum geht, oder sie meinen sehr gut darin zu sein, eben ganz gezielt an Leute, die auf das Profil passen, diese Anzeigen denen zu schalten und die sichtbar zu machen. Und eine Berliner Non-Profit-Organisation namens Algorithm Watch hat einen spannenden Versuch gestartet. Und zwar haben sie Stellenausschreibungen für Entwickler für Machine Learning-Systeme, Lkw-Fahrer, Friseure, Kinderbetreuer, Anwälte und Krankenpfleger auf Facebook geschaltet in unterschiedlichen europäischen Ländern und haben explizit auf Targeting verzichtet. Also sie wollten nicht genau festlegen, wer bekommt jetzt eigentlich diese Ausschreibungen zu sehen. Sie haben diese Anzeigen geschaltet und sich dann angeguckt, wer bekommt sie denn zu sehen, und mussten feststellen, dass Facebook Stereotype verwendet, um die Anzeigenschaltung zu optimieren. Ein Beispiel dafür: in Deutschland wurde die Anzeige für die Lkw-Fahrer über 4000 Männern angezeigt, aber nur
knapp 368 Frauen. Und die Anzeige für den Kinderbetreuungsjob hingegen, da hat sich's genau umgekehrt verhalten. Die Anzeige wurde zur selben Zeit geschaltet und die haben über 6000 Frauen zu sehen bekommen, aber nur 258 Männer. Das heißt, Facebook hat da sehr stark optimiert und sich überlegt, beziehungsweise das System hat sehr stereotypisch gehandelt und der LKW-Fahrer, das ist ja ein klassisches männliches Stereotyp und das hauptsächlich Männern gezeigt, obwohl die Organisation, die die Anzeigen geschaltet hat, das explizit nicht wollte, dass getargetet wird. Das heißt, was interessant ist an diesem Beispiel, dass schon im ersten Schritt bestimmte Gruppen außen vor sind und diese Anzeigen erst gar nicht sehen, weil sie entweder nicht auf den Plattformen sind oder weil eben die Plattform das so optimiert, dass es nur bestimmte Gruppen zu sehen bekommen. Also optimieren auf Erfolg hin. Selbst wenn jetzt diese spezifische Optimierung nicht gewünscht ist von der Organisation, die die Anzeige schaltet. Die zwei Beispiele, also einmal mit dieser Interview-Persönlichkeitsanalyse und einmal mit dem Sourcing, sind nur zwei von vielen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Tools in dem Bereich, die eingesetzt werden. Nicht alle sind dem Bereich KI oder dem maschinellen Lernen zuzuordnen. Manche sind viel simpler. Da geht es darum, dass man einfach Bewerbungen sammelt in Systemen und die einfach organisiert und besser verwalten kann. Nicht alle Tools sind auch so bedenklich wie vielleicht die eben bei besprochenen. Es gibt auch ganz gezielt eingesetzte, überschaubare, gute Tools wie das Beispiel Textio, ein Startup, das Personalern dabei hilft, Ausschreibungstexte zu formulieren, also weniger Jargon zu verwenden, eine inklusive Sprache zu verwenden bzw. darauf aufmerksam macht. Ich finde, hier ist es ganz spannend, auf ein Zitat von Julia Angwin von The Markup zu schauen. Das ist eine investigative Rechercheorganisation mit Sitz in New York. Sie sagt, dass sich Menschen grundsätzlich nach solchen Technologien sehnen, nach Technologien, die ihnen schwierige Entscheidungen abnehmen, wie zum Beispiel das Auswählen der richtigen Mitarbeiter. Sie sagt, Menschen würden lieber Maschinen entscheiden lassen und eben diese Entscheidungen abwälzen. Das Problem ist aber, dass diese Maschinen Schwachstellen haben und dass man schnell in eine Art Technologie-Solutionismus verfällt. Also man denkt, dass man wichtige Entscheidungen an scheinbar objektive Systeme auslagern kann. Man nimmt an, dass dieser komplexe, aufwendige Prozess sich doch bestimmt irgendwie einfacher technisch lösen lässt und man weniger Ressourcen dafür braucht. Und das ist einfach häufig problematisch mit so einer Herangehensweise, mit so einem Technologie-Solutionismus an das Problem, sich dem Problem anzunähern und zu denken, die Technologie ist die einzige Lösung dafür. Was auch bedenklich ist, gerade jetzt hinsichtlich des ersten Beispiels, ist, dass pseudowissenschaftliche Praktiken Einzug halten in den Recruiting-Bereich. Und zwar ist es nichts Neues, diese Persönlichkeitstests, Intelligenztests, Myers-Briggs und wie sie alle heißen, die gibt es schon seit Jahrzehnten und die werden in dem Bereich eingesetzt. Und man weiß auch, dass vieles davon pseudowissenschaftlich ist und nicht auf wissenschaftlichen Methoden oder fundierten Methoden beruht. Aber mit dem Einsatz in Software bekommen diese pseudowissenschaftlichen Methoden einen neuen wissenschaftlichen Anstrich. Und das kann gefährlich sein, wenn man sie nicht hinterfragt. Ein weiterer Aspekt in dem Bereich, den ich interessant finde, ist, dass selbst wenn man versucht, Bias, Vorurteile aus den Systemen rauszurechnen, rauszuhalten, hat man häufig das Problem des sogenannten Proxy-Bias, das heißt stellvertretend für eine unbekannte Variable, zum Beispiel Geschlecht oder Religion, sucht sich das System einen anderen Indikator, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Und dieser andere Indikator, den nennt man eben Proxy. So ein Proxy, man kennt es aus amerikanischen, US-amerikanischen Beispielen, so ein Proxy kann zum Beispiel der Wohnort von einer Person sein. In den amerikanischen Beispielen ist es häufig, dass man Race als Diskriminierung Diskriminierungskategorie nicht in den Systemen haben möchte und versucht, die neutral zu halten, was das angeht.
aber und beziehungsweise die Personen, die in diesem Recruiting-Verfahren sind, nicht nach ihrer Race, nach ihrer Abstammung fragt, aber dass sich das System dann eben einen Proxy, einen anderen Indikator heranzieht, zum Beispiel, wo wohnt eine Person in einem bestimmten Viertel, wo besonders viele andere Personen wohnen, die zum Beispiel Black Americans sind oder so weiter. Das heißt, über diese Proxies kommt dann doch Bias in diese Systeme. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Alter und Religion gibt es Gesetze. Also man darf gegen diese Merkmale nicht diskriminieren. Aber wenn sich eben algorithmische Systeme solche Proxies heranziehen, also nochmal eigene Kategorien von Diskriminierung aufmachen, dann ist es ganz schwierig nachzuvollziehen und eben dann führt es dazu, dass die Menschen, die diese Systeme einsetzen, oftmals gar nicht bemerken, dass eine Diskriminierung stattfindet. Und soziale Ungerechtigkeiten können eben so noch verstärkt werden. Ein weiterer Aspekt, der problematisch ist, der begründet sich im Wissensstand der Menschen, die diese Technologien einsetzen. Zum einen auf der Seite die Menschen, die sie entwickeln, also die Software-Engineers, die dann nicht immer den jeweiligen Kontext für den Einsatz wissen oder kennen, und auf der anderen Seite die Personal Agenturen beziehungsweise die Personalerinnen, die die Technologie nicht so durchdringen oder verstehen, dass sie die Ergebnisse überhaupt kritisch interpretieren können. Auf der anderen Seite, wenn man versucht, solche Systeme zu analysieren, ist es sehr schwierig, weil viele davon Closed Source sind, weil viele davon einfach Geschäftsgeheimnissen unterliegen und man nicht einfach so Audits durchführen kann von den Systemen und man sich so ein Stück weit von Marketingversprechen zu Marketingversprechen auf den Webseiten hangelt und versucht, da eben herauszulesen, was findet denn wirklich Einsatz, weil was man auch häufig sieht in dem Feld, dass ganz viele Unternehmen künstliche Intelligenz auf ihre Webseiten schreiben, ohne dass dann auch wirklich lernende oder algorithmische Systeme dahinter stecken, ohne dass da lernende oder selbstlernende KI eingesetzt wird. Das heißt, diese Buzzwörter, die findet man auf den Websites und die werden von den Unternehmen, glaube ich, auch ja, angefragt, beziehungsweise man will einfach die neueste Technologie einsetzen. In dem Bereich hat man oft den Eindruck, ohne zu hinterfragen, was das bedeutet. Was auch interessant ist an dem Einsatz von Software im Recruiting-Bereich, ist, dass die finale Entscheidung trifft eigentlich immer ein Mensch. Das heißt, nur Ablehnungen werden automatisiert, nicht die Zusagen. Und durch diese Negativauslese erhalten algorithmische Verfahren eine breite Wirkung, bei denen Einzelfälle nicht betrachtet werden, da sie früh im Bewerbungsprozess erfolgt und der Bewerber, die Bewerberin nicht im direkten Austausch mit dem zukünftigen Arbeitgeber oder der zukünftigen Arbeitgeberin steht. Das heißt, Bewerber und Bewerberinnen haben kaum Möglichkeit, strukturelle Diskriminierung zu erkennen oder dagegen Einspruch zu erheben. Ich glaube, Kate Crawford beschreibt es ganz gut in ihrem Buch Atlas of AI. Es geht nicht nur darum, über Ethik von diesen Systemen zu sprechen, sondern vor allem auch über Machtstrukturen, über die Unternehmen, die diese Anwendungen entwickeln und über die Biases beziehungsweise die Machtstrukturen, die von diesen Tools reflektiert werden. Und dann natürlich auch die Diskriminierung, die Hierarchisierung, zu derer sie führen. Und sie beschreibt auch in ihrem Buch, dass es sehr ja, bedenklich ist, eben diese neuen Technologien in Kontexten wie der Polizeiarbeit, in der Gesundheitsversorgung oder eben im Personalrecruiting einzusetzen, weil sie reproduzieren, sie optimieren, sie verstärken teilweise bestehende strukturelle Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Ein weiterer Aspekt, den ich spannend finde, ist, dass Menschen anfangen, ihre Lebensläufe zu optimieren, beziehungsweise diese Systeme zu gamen. Es gibt da mehrere interessante Artikel dazu, wie Menschen anfangen, in weiß
in ihre Lebensläufe oder nicht sichtbar für das menschliche Auge, aber lesbar für die Maschine, dann nochmal Namen wie Harvard, Stanford, also Elite-Unis einzubauen, damit eben der Algorithmus, der filtert und vielleicht auf diese Begriffe anspringt, die Bewerbung weiterleitet in den Bewerberpool und eben nicht diese automatisierte Anfrage verschickt. Das war auch das erste Mal, wie ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin, dass mir jemand erzählt hat, dass sie jetzt gerade ihren Lebenslauf eben optimiert für so ein System. Das finde ich ganz interessant, weil man denkt immer, das ist so weit weg von einem und theoretisch, wenn man darüber liest, aber diese Systeme werden eingesetzt in den unterschiedlichen Ebenen des Bewerbungsprozesses und werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich verstärkt eingesetzt werden in dem Bereich. Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, diese Systeme streng zu regulieren. Man sieht an den Beispielen, die ich vorhin erwähnt habe, wie stark experimentiert wird in dem Bereich, wie man immer neue Technologien auf einen sehr sensiblen Bereich ansetzt und in einem sehr sensiblen Bereich einsetzt. Die Entscheidung darüber, ob jemand einen Job bekommt, beeinflusst maßgeblich, wie viel verdient diese Person, wo wohnt diese Person, wo kann sie es sich leisten zu wohnen. Das heißt, es sind höchst sensible Entscheidungen, die beeinflusst werden durch diese Systeme. Eine gute Nachricht ist, dass in der KI-Regulierung der EU-Kommission, die vor kurzem verabschiedet wurde, der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Recruiting in den Hochrisiko, in den hochriskanten Bereich fällt, weil es Risiken im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot gibt. Das ist eine sehr gute Nachricht. Diese Hochrisikotechnologien, die brauchen eine bestimmte Art von technischer Dokumentation, die brauchen gute Data Governance Modelle, das heißt die Datensätze, die zum Trainieren, zum Validieren und zum Testen der KI-Systeme verwendet werden, müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen und es braucht auch Risikomanagementsysteme und weiteres. Was wir auch wissen seit der GDPR, jede Regulierung ist nur so gut wie dann auch die konsequente Durchsetzung und Umsetzung und die konsequente Kontrolle der Durchsetzung und Umsetzung. Ich meine, dass es in Zukunft, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, die als Watchdogs agieren, in dem Bereich von künstlicher Intelligenz, von automatisierten Systemen eine sehr große, wichtige Rolle spielen werden in den nächsten Jahren. Man sieht es am Beispiel von Abgeordneten, von Algorithm Watch, das ich vorhin erwähnt hatte, oder auch an der investigativen Recherche des Bayerischen Rundfunks. Also sowohl Zivilgesellschaft als auch kritischer Journalismus, aber natürlich auch der Gesetzgeber werden sehr stark gefragt sein, zu kontrollieren. In dieser Hochrisikokategorie werden da auch wirklich alle Parameter eingehalten und wird da sorgsam mit diesen Technologien umgegangen. Beziehungsweise, was ich auch für sehr wichtig halte, immer die Frage danach, was bringt der Einsatz einer solchen Technologie wirklich? Welche Risiken birgt er vor allem für Gruppen abseits des Mainstreams, für benachteiligte Gruppen der Gesellschaft, für Gruppen, die man vielleicht nicht sofort, wenn man so eine Technologie entwickelt, auf dem Schirm hat? Also immer die Frage nach dem Einsatz von neuen Technologien und einer Abwägung der Risiken, um eben auch diese Falle des Techno- oder des Technologie-Solutionismus zu entgehen. Ich wünsche mir für die digitale Gesellschaft der Zukunft, dass sie nicht dem Denken aufsitzt, dass technologischer Fortschritt unaufhaltsam ist und dass man alles, was technologisch möglich ist, auch einsetzen muss. Ich finde, das ist ein schwieriges Narrativ. Das ist auch dieses Narrativ des Wettrüstens, vor allem im Bereich künstliche Intelligenz gerade. Man muss schnell nachziehen, damit man nicht hinter China und den USA zurückbleibt. Ich wünsche mir eine Gesellschaft der Zukunft, die technologiekritisch hinterfragt oder auch den Einsatz von technologiekritisch hinterfragt und die nicht blauäugig versucht, komplexe, systemische, gesellschaftliche Probleme mit einfachen Technologien zu lösen. Also eine Gesellschaft, die
sich der Komplexität annimmt und die versucht zu durchdringen und Technologie als ein Werkzeug sieht, aber nicht als das einzige Werkzeug im Werkzeugkasten, um diese gesellschaftlichen Herausforderungen, um denen zu begegnen. Ich wünsche mir auch, dass wir nochmal größere Visionen im Digitalbereich haben, in denen es darum geht, wie kann man dem Klimawandel Einhalt gebieten, wie kann man Chancengleichheit fördern und dass es eben nicht immer nur darum geht, wie kann man unseren aktuellen Wohlstand aufrechterhalten, sondern dass man da ambitionierter wird und dass man auch über die Technologie hinausdenkt und überlegt, welche Systeme muss man denn verändern, um diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen und in Zukunft auch zu lösen.